meine lieben Bücherchenki, Bücherwürmer und Bücherratten, Leseratten. Ja, ich habe jetzt das Tintenherz und das ist wirklich eine Liebesgeschichte an das Buch, muss ich ehrlich sagen. Ist wirklich ganz, ganz toll. Ich hatte ja schon Tintentod und die letzte Woche fand ich noch in Kovo Tintenherz und Tintenblut. Und das Taschenbuch habe ich mir jetzt eben auch noch gekauft, weil es leichter ist zu lesen im Bett. Also ich bin jetzt schon mal auf Seite 109 und ja, und ich lese jetzt hier wirklich hier noch ein bisschen in der Natur am Bächlein und ich freue mich wirklich, es ist so wirklich so toll. Ich musste so viel lachen über die Sätze hier, die hier geschrieben sind. Die Geschichte ist wirklich absolut schön, also ja, traumhaft schön, muss ich sagen. Ja, und ich freue mich jetzt noch, die anderen zwei Bände zu lesen. Und ich kann es euch einfach noch empfehlen, holt es euch. Cornelia Funke schreibt so schön. Und es ist ja im Oettinger Verlag, ist das auch erschienen. Wow, also, dann ich wünsche euch auch eine wunderschöne, geruhsame Zeit, auch in der Natur. Ja, und macht's gut. Ich zeige euch nochmal. Sonne scheint. Es ist einfach so schön hier. Im Walde. Ja. So, ja, und dann wünsche ich euch alles Liebe und Gute und viel Lesespaß. Ja. Ich hab's auch. Dann bis zum nächsten Video. Bussi Baba. Ciao. Ciao, ciao.